Der Wald zwischen Bassersdorf und Birchwil, übersät von Flugzeugtrümmern. Der Jumbolino hat beim Absturz einige Bäume gestreift und abgeknickt. Die Schwanzflosse ragt praktisch unversehrt aus dem Unterholz. Vom mittleren Teil des Flugzeuges ist kaum mehr etwas zu erkennen. Ausgerechnet im Passagierraum kam es zu einem Brand. Fast 100 Menschen hätten hier Platz gehabt, doch der Flug beförderte nur 28 Passagiere und 5 Crewmitglieder. Pilot und Co-Pilot waren Schweizer und erfahrene Crossair-Mitarbeiter. An Bord dieser Maschine waren Deutsche, Österreicher, Niederländer, Israeli, Kanadier und Schweizer. Den ganzen Tag war die Spurensicherung im Gang. Die Ermittler konnten die beiden Flugschreiber bergen. Sie werden jetzt ausgewertet. 10 Leichen wurden am Mittag von der Unfallstelle weggebracht. Die Ermittlungen ergaben, dass auch die 14 heute Morgen noch als vermisst gemeldeten Personen beim Absturz ums Leben kamen. Die von Berlin kommende Maschine war nur noch 1,5 Kilometer von der Piste 28 entfernt, als sie gestern kurz nach 22 Uhr abstürzte. Diese Anflugroute von Osten wird seit dem neuen Staatsvertrag mit Deutschland nach 22 Uhr häufig geflogen. Dabei muss der Pilot die Flughöhe selbst überprüfen. Laut einem Augenzeugen war die Maschine im Schneeregen ungewöhnlich tief geflogen. Ja, ich bin mit dem Hund unterwegs gewesen, kurz nach der 10. Und dann habe ich gesehen, eine Maschine über den Wald reinkommen, ganz nahe bei uns, bei Wiel, über das Quartier rein. Und kurz, es war aber nichts Abnormales, außer dass mich dunkel, der sei tief, aber das ist schwierig zu beurteilen. Und anschliessend, kurz darüber runter, habe ich eigentlich einen ziemlich orangen Himmel gesehen, also wie eine Erscheinung, etwas blitzartig brennt, aber eigentlich kein Geräusch, nichts. Und ich habe eigentlich gedacht, ja, was war das gewesen? Und bin dann aber heimgelaufen und kaum die Heim habe ich die Polizei gehört. Und dann hat mir der Polizeivorstand angerufen und gesagt, die Feuerwehr sei aufgeboten wegen dem Flugzeugabsturz. Und dann bin ich sofort da an die Unfallstelle. Als die ersten Retter nur 7 Minuten nach dem Absturz am Unfallsort eintrafen, kamen ihnen die 9 Überlebenden entgegen. Zuerst musste der Brand im Mittelteil des Flugzeuges gelöscht werden. Von den Überlebenden erlitten 2 schwere Verbrennungen. Dann begannen die über 100 Rettungskräfte nach weiteren Überlebenden zu suchen, ohne Erfolg. Der Absturz bei Bassersdorf ist das 3. schwere Flugzeugunglück im Umkreis des Flughafens Kloten innerhalb von 11 Jahren. 1990 raste eine Alitalia-Maschine in den Stadlerberg. Und im Januar 2000 stürzte ein Crossair-Flugzeug nach dem Start bei Nassenwil ab.